Hi, ich bin Hauke. Hallo, ich bin Jonas. Wir sind von Steinschere W20 und stellen euch heute ein kleines Buch vor. Tada! Ja, Datapuls Hamburg, der Shadowrun-Band, der sich mit der Perle des Nordens beschäftigt, ist natürlich von Pegasus direkt gemacht, eines dieser grünen Büchlein. Und ja, was kann man dazu sagen? Erstmal, was ich ganz interessant fand, haptisch. Das ist so ein, das kann man jetzt wahrscheinlich schwer sehen, aber das ist so eine gepolsterte Variante irgendwie. Also das ist ein Hardcover, aber das ist so, fühlt sich so gepolstert an. Und das hat mich tatsächlich an Kinderbücher erinnert, weil es so Kinderbücher gibt für wirklich kleine Kinder, die dann halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wozu das da ist, aber damit die sich das nicht an den Kopf werfen oder so, beziehungsweise damit da nichts passiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sowas schon mal in der Hand gehabt für Kinder. Und aber es ist tatsächlich, also das soll gar nicht so negativ klingen, sondern ich finde, das ist haptisch interessant, das fühlt sich auch gut an. Aber ich war kurz irritiert, als ich das erste Mal in der Hand hatte. Ich dachte so, irgendwie, Aber ich finde es gut. Macht was her. Ist auch hier oben hat man so einen leichten, ich weiß nicht, ob man das so sieht, so einen leichten Glanzeffekt auf dem Logo. Das glänzt so ein bisschen mehr als der Rest. Die Schrift hier, glaube ich, auch. Genau, ansonsten hat es, wie viele Seiten hat es eigentlich? 207 Seiten hat es, also es ist kein ganz kleines Buch und es hat auch Lesebändchen. Hier unten guckt es raus, schon zerfleddert. Und es hat eine wirklich auch schöne Hamburg-Karte. Ich falte jetzt, also die sieht wirklich schick aus, ist auch beidseitig, aber. Wenn ich die jetzt ganz ausfalte, dann seht ihr mich nicht mehr. Also sie ist auch relativ groß. Aber es ist so der Stil der Hauptkarte. Hinten drauf sind dann noch, ist dann noch im anderen Stil irgendwie Mit so. all dem Wasser, das dazugekommen ist, was in Hamburg sonst schon so viel von ist. Genau. Da ist ja auch viel passiert. Es kam auch zusammen raus mit einer Abenteueranthologie, über die wir vielleicht auch mal irgendwann, was, sobald wir sie komplett gespielt haben, auch nochmal was, ein paar Worte verlieren werden. Stimmt, da fehlt noch was. Ja. genau, ansonsten ist es so ein bisschen, was man von einem Quellenband erwartet. Also man hat eine kleine Einleitung, hat dann irgendwie so ein bisschen Geschichte von Hamburg. Dann, was ich ganz interessant fand, wie man überhaupt in die Hansestadt reinkommt, so Straßen quasi oder Verkehrsanbindungen. Ja, und dann hat man alles Mögliche über irgendwie die Szene. Stadtrundgang dann natürlich, dann geht es halt natürlich durch die ganzen, also jedes Stadtteil hat ein eigenes Kapitel quasi. Dann noch über die verschiedenen Mächte, die es in Hamburg so gibt. Also da gibt es ja diverse Konzerne, die natürlich auch, wo natürlich auch diese deutschen Konzerne eher mit auch dabei sind teilweise. Also auch die kleineren deutschen Konzerne, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die AG Chemie oder Proteus. Also kleiner im Vergleich zu den AAA-Konzernen. Keine Seattle Genau, AAA-Größen oder keine, ja, weniger, wenn nur die deutschen ja, AAA-Größen dabei sind. genau. Und ja, dann hat man, wobei, also auch über die großen Konzerne, die sind ja auch ein bisschen vorhanden, aber das ist halt, wird halt aufgemischt quasi durch die lokalen Sachen. Und dann natürlich auch noch Politik, Hanseck, was halt so Lone Star ist in Hamburg quasi. Und Syndikate, gerade die Wori, also sprich die russische Mafia, ist hier irgendwie sehr aktiv auch. Und Likedela gibt es, was quasi so ein Bund aus ehemaligen Shadowrunnern ist. Und dann gibt es aber auch noch niederländische Mafia und alles mögliche. Triaden sind hier ganz groß drin, Gangs. Dann noch was über Matrix. Nochmal so ein bisschen Schattenszene. Es gibt auch einen kleinen Teil mit so Spielzeug, steht das Spielzeug für die Waterkant. Das ist aber, also da ist halt neue Gear drin, aber also wer jetzt irgendwie unbedingt ganz viel neue Ausrüstung oder Waffen will, der ist bei dem Buch jetzt nicht so richtig. Das sind irgendwie 5 Seiten oder so. Es ist ganz nett, um so ein bisschen Flair reinzubringen, teilweise, dass man sagt, ah, hier, jetzt hat man diese Drohne aus dem Hamburg-Buch, aber es ist jetzt nicht, also ist halt super wenig. Ist jetzt nicht, also dafür lohnt es sich nicht, das Buch zu kaufen, sag ich mal. Was haben wir noch? Ach so, genau, das fand ich noch besonders interessant. Wir haben für den Spielleiter noch einen gar nicht so kleinen Abschnitt, wo auch so ein bisschen, wie man das aus dem Asphaltdschungel kennt, so eine Zufallsbegegnungs quasi Kram drin ist, was jetzt nicht immer Kämpfe sind, sondern einfach so coole kleine Flair-Sachen, die man schnell irgendwie einbringen kann. Dann auch noch so ein paar Locations, die auch, das sind quasi Abenteueraufhänger, was ich auch immer su super finde. Also so ganz kurz auf einer Seite so Abenteueraufhänger quasi. Auch mit das, was am wichtigsten für Regionalbände ist, dass viele
Abenteuerhooks vorhanden sind, dass man viele Ideen bekommt, wenn man durchblättert, was Genau. kann man hier erleben, was kann man hier mit seinen Shadowrunnern sozusagen, was kann man dem entgegenstellen und was können sie für Aufträge erhalten? Genau, und das fand ich tatsächlich hier auch sehr schön gemacht. Also ich weiß nicht, ich kann ja mal so ein hier ist zum Beispiel so ein Bereich, vielleicht scanne ich den auch nochmal ein. Und da ist dann auch gleich so Ideen für Abenteuer und Beschreibung und so. Also das fand ich wirklich sehr nett gemacht. Insgesamt muss ich sagen, fand ich das Buch sehr gut. Ich habe es auch komplett durchgelesen. Was mir, muss ich sagen, also ich habe manchmal so ein Problem mit zu großen Regionalbeschreibungen quasi, weil mich das dann doch manchmal langweilt. Und das hat es mich hier tatsächlich nicht. Es kann jetzt natürlich daran liegen, da ich ja nur Hamburger bin, dass mich das auch irgendwie besonders interessiert hat. Aber ich fand es wirklich gut beschrieben. Also ich hatte halt super viele, auch schon in den Stadtteilbeschreibungen, super viele Ideen für Abenteuer und konnte mir das richtig gut vorstellen, die Locations, und dachte, boah, cool, irgendwie, da habe ich Lust, irgendwie zu spielen. Das hat mir auch tatsächlich, was vielleicht das Wichtigste ist, wieder richtig Lust gemacht, Shadowrun zu spielen, was ich auch länger nicht hatte. Und was vielleicht auch man noch ganz interessant erwähnen könnte, ist, war so ein bisschen, also ich hatte ja auch das alte Deutschland in den Schatten von der Zweier-Edition gehabt, und ich weiß, dass wir damals, wenn wir gespielt hatten, weil am Anfang war es halt so, oh cool, sozusagen bei uns spielen. Ich hatte dann aber immer so ein bisschen das Problem, dass, also sind halt Beschreibungen in diesem Buch drin und man denkt dann so, ja nee, das sieht ja aber da ganz anders aus, so, weil man es ja von der Realität kennt. So, und deswegen war es immer so ein bisschen zweigeteilt, und das Buch hat es geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt, dass ich irgendwie älter geworden bin und das irgendwie besser hinkriege oder das anders wahrnehme oder wie auch immer, aber dieses Buch hat es tatsächlich geschafft, dass das für mich irgendwie das erste Mal richtig geklappt hat, dass ich nämlich dachte, okay, das ist alles ganz anders als in echt, aber es sind ja auch Jahre vergangen, und es war halt ziemlich schnell in diesem Buch wurde mir klar gemacht, das ist nicht das Hamburg, was ich kenne. Klar, da gibt es irgendwie noch so Locations, die so den Namen haben, zum Beispiel der Ohlsdorfer Friedhof, größter Friedhof Europas, gibt es hier in Hamburg. Der ist noch da, ist jetzt halt irgendwie von Ghulen, quasi eine große Ghul-City, was ich auch sehr, sehr stylisch fand übrigens. Und mir war das halt einfach ziemlich schnell klar, das ist nicht mehr das Hamburg und es sieht halt einfach anders aus. Und dadurch konnte ich es irgendwie im Kopf besser mir vorstellen, interessanterweise, und fand es immersiver, als wenn es halt immer so bricht mit der Realität. Und ich dachte so, okay, irgendwie, weiß ich nicht, soll es noch Hamburg sein, aber trifft es nicht. Also das hat dieses Buch irgendwie gut Das geschafft. ist tatsächlich für das für Spiele, die in einer bestimmten Region spielen, wo wiedererkennbar oder wiedererkennbare Werte existieren, dass die aufgegriffen und verändert werden müssen. Aber man nicht zu dicht Ja. an der Realität, die du tatsächlich noch in Hamburg begehen kannst, Ja. bist, wodurch dann das ansonsten vielleicht zu abstrakt wird, wenn dort dann Dinge passieren, die einfach nicht funktionieren für dich in Hamburg, als wenn das Ganze nur als Schablone verwendet wird, um dann was Großes zu verändern an der Stelle. Ja, also tatsächlich war es früher so, dass ich echt lieber in Seattle gespielt habe, weil ich so dachte, ja, ich kenne Seattle halt nicht. Ich war noch nie in Seattle. So, ich kenne das höchstens mal aus dem Fernsehen, aber ne, da habe ich halt nicht so eine genaue Vorstellung. Und in Hamburg war es immer so dieses so, hä, nee, irgendwie das klappt nicht. Aber hier war es halt so, dass ich gleich am Anfang das Gefühl hatte, so, okay, Hamburg sieht komplett anders aus, so, schmeißt seine Vorstellung mal so ein bisschen über Bord. Aber trotzdem hat man so Momente. Also zum Beispiel, es gibt hier so eine ganz bekannte Rollenspielkneipe, zum tanzenden Einhorn heißt das, oder das tanzende Einhorn, bin mir nicht ganz sicher. Und die wird da auch drin beschrieben, dass es die noch gibt. Und früher war es eine Rollenspieler, Kneipe, aber jetzt, wo quasi Rollenspiel in der realen Welt ist, ist es einfach nur eine Kneipe. So. Also das fand ich ganz lustig, dass sie halt so kleine Insider drin hatten. Ne? So, man merkt, okay, da haben sich wirklich Leute mit Hamburg auseinandergesetzt und auch kennen auch halt auch so Sachen, die nicht im Reiseführer stehen. So. Also das fand ich schon irgendwie cool. Der Vorteil bei mir zum Beispiel war es auch immer so, Seattle haben wir meistens immer bespielt. Einmal, weil die AAA-Konzerne alle vorhanden sind und weil Seattle, dadurch, dass es komplett umgeben ist vom Native American-Gebiet sozusagen, dass es so ein Schmelztiegel gewesen ist, in dem halt einfach alles passieren kann. Und da alle amerikanischen Produkte zielen auch immer irgendwie darauf ab. Also alle Hauptprodukte, die jetzt nicht Chicago
oder andere Städte explizit in den Fokus rücken. Und dementsprechend hat sich das immer sehr natürlich angefühlt, in Seattle zu spielen. So. Die ADL ist tatsächlich, finde ich, mit den allgemein mit der Sherrun 5 ein bisschen interessanter geworden, ein bisschen besser ausgearbeitet worden. Tatsächlich finde ich auch gerade, dass die Datapulse-Reihe jetzt aus Sherrun 5 generell sehr gut. Das Layout auch vom Hamburg-Buch war hervorragend. Es war gut unterteilt. Man hat sich gut zurechtgefunden. An der Stelle auch ein großes Lob da für die Redaktion. Ja, Pegasus ist ja sowieso, also über Catalyst kann man ja viel meckern, bin ich auch gerne ganz vorne mit dabei, aber Pegasus macht das einfach super. Also Pegasus-Produkte habe ich immer das Gefühl, ja, die Eigenprodukte, die sind einfach, also sie räumen ja auch Kram auf, den Catalyst teilweise verbockt. Also ich lese auch immer wieder in irgendwelchen Foren oder bei Reddit oder so, dass wirklich teilweise amerikanische Rollenspieler die deutschen Shadowrun-Spieler beneiden, weil wir halt Pegasus haben, die da wirklich, glaube ich, einen sehr guten Job machen. Und ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Also ich fand das wirklich ein super Buch. Man kam da super durch. Es hat Spaß gemacht zu lesen. Ich habe viele coole Ideen bekommen. Und ich finde auch, dass in Deutschland spielen bei Shadowrun fühlt sich dann immer gleich so ein bisschen wie ein anderes Spiel an. Also es ist klar, es ist noch Shadowrun, du hast die gleiche Engine, du machst irgendwie das gleiche, aber es ist halt irgendwie, hast du sofort, also wenn du in Hamburg spielst, hast du sofort diesen ganzen nautischen Kram mit, oh, und jetzt machen wir U-Boot-Kram und Proteus und so, und die haben da irgendwie, es bietet sich halt einfach an. Piratenkram und so, genau. Oder aber ich glaube auch, wenn du in anderen Gegenden spielst, da hast du halt einfach, es ist schon ein anderes Flair, finde ich. Also es fühlt sich schon anders an dann. Und das mag ich halt wirklich gern daran, dass du quasi so, also es fühlt sich schon wie so ein, vielleicht nicht ganz wie ein anderes Spiel, aber wie ein ziemlich großes DLC quasi an, wo wirklich das alles nochmal irgendwie anders ist. So. Und ja, insofern hat mir das sehr gut gefallen. Ja. Spielt ihr an der Stelle noch Shadowrun 5? Oder spielt ihr inzwischen 6 oder sogar noch eine ganz alte Edition? Genau. Und spielt ihr in der ADL oder in Seattle klassisch? Und falls ihr das bei euren Spielen diesen Band gelesen habt, was sind eure Meinungen dazu? Wart ihr auch so einigermaßen begeistert wie wir oder nordisch begeistert? habt ihr das ein bisschen anders gesehen? Was sagt ihr zu diesem komischen, gepolsterten Einband, den ich gut finde? Aber ist euch das auch merkwürdig vorgekommen? Ja, gerne in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann. Bis bald. Weiterspielen. Ciao, ciao.